Heyo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von The Dark Project Gold. Ich habe mich beim letzten Mal ein bisschen vertan, als ich euch sagte, dass diese Mission noch weitergeht, nachdem sie quasi geendet ist. Das ist nicht bei dieser Mission der Fall, sondern erst bei der nächsten. Und deshalb, ja, werde ich diese Mission mit Sicherheit, Entschuldigung, in diesem Part beenden. Was ich aber jetzt natürlich gerne noch tun würde, ist, hier wieder die ganzen Räume durchzugehen, die ich jetzt natürlich wieder nicht geplündert habe. Und am Ende muss ich ja natürlich noch den Talisman holen. Heißt also, ich habe ohnehin noch ein bisschen was zu tun. Ah, das ist aber ein anderer Schlüssel. Ach, das war der Käse. Na toll. Ich weiß nicht, ich glaube aber dahinter ist meistens nichts. So. Okay, hier ist auch noch das. Hier ist die Küche. Da geht's rüber. So, hier in der Reihe noch einmal kurz durchgehen. So, hier haben wir den nächsten Schlüssel. Ah, das sind aber... Ah, okay. Ich glaube, das sind einfach auch die Schlüssel für... Nein, nicht. Pfui. Ah, das war der Healing Potion. Oh, da habe ich nur einen von. Das war aber hart hier. Mein Güte. Ach nee, hier war ich schon. Stimmt. Psst. So. Hier noch rein. Bling. Bling. Ich weiß ja auch nicht, warum die Hamariten als Männer hier mit Diadem rumlaufen müssen. Vielleicht gibt es ja so ein paar, die vom anderen Ufer sind. Man weiß es ja nicht. Der dritte Schlüssel. Nein, immer noch nicht, danke. Oh doch, den hätte ich glaube ich auch schließen müssen. Ha. Juhu. Und wieder bin ich bei 2600 irgendwas. Ein bisschen was fehlt natürlich noch. Zum Beispiel, das in der... Oh, mir fällt gerade was ein. Mir fällt gerade was ein. Ich war... War ich hier schon drin? Ich habe die Türen glaube ich immer wieder zugemacht, ne? Ja, ist eigentlich egal. Kann ich auch offen lassen. Die beiden Typen in der Kathedrale. Die kann ich doch eigentlich mit einem Gaspfeil bestimmt ausschalten. Ich habe doch die Gaspfeile nicht umsonst gekauft, oder? Da würde es sich doch anbieten, wenn ich die einfach umhaue und mir dieses Beutestück noch nehme. Für die nächste Mission, die wir haben, lohnt sich das auf jeden Fall. Oh. Ups. Hier bin ich falsch. Ich glaube... War denn diese Kathedrale? Die müsste doch hier in der Mitte irgendwo gewesen sein, oder nicht? Aber die war doch hier oben. Ach, hier. Hier bestimmt, ne? Hier so hinten? Da so? Ne, ist die Bibliothek. Da müsste hier... Da habe ich sie. Juhu! Okay, jetzt muss ich definitiv einmal kurz speichern. Weil ich weiß nicht, ob ich es schaffe, beide gleichzeitig zu treffen. Ich werde es definitiv nicht schaffen, beide gleichzeitig zu treffen. Gut. Cry vengeance and let fall the godly hammer. Das hat wahrscheinlich der zweite gesagt, der das noch so im Augenwinkel bemerkt hat, dass sein Kumpel umgefallen ist. Mich interessiert das aber einen feuchten Kehricht. Ich werde euch jetzt hier in die Ecke packen. Und ich frage mich gerade, wo die Musik herkommt. Naja, ist auch egal. Mir das hier noch mitnehmen. Dankeschön. Es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte ich jetzt irgendwie die Kirche entehrt oder sowas. Das klingt ein bisschen fies. Aber ich glaube, das war auch das Einzige, was ich mitnehmen konnte, oder? Ja, ich glaube schon. Schade. Ich würde gerne am Ende mal herausfinden, was hier der Gesamtwert bei dieser Mission war. Ob ich wirklich alles geschafft habe einzusammeln hier. Jetzt habe ich natürlich keine Gaspfeile mehr, richtig? Ja, wahrscheinlich. Naja, ist auch egal. Ich brauche auch im Endeffekt keine mehr. Denn ich mache mich jetzt langsam aber sicher mal auf, um den Talisman zu holen. Und gehe dafür, würde ich sagen,
Hup, hup. Hier links. Hup. So. Jetzt muss ich ganz kurz einmal das Gebiet raussuchen. Wartet kurz. Scroll. The cage containing the talisman can only notice. Ist es nicht? Nein, nein. Hier? The High Priest Mark. Ups. Nein! Ah, das war ein bisschen seltsam gerade. I'm a wall builder, let my walls endure from season 2. Das müsste es sein. So. Gut. Jetzt gibt es hier einen kleinen Trick. Und zwar gibt es hier eine Brücke zu dem Talisman, die man ausfahren kann. Die fährt sich aber nur aus, wenn man einen bestimmten Gegenstand dabei hat. Und wenn ihr euch hier unten diese Fliese mal anschaut, dann könnte euch das eventuell bekannt vorkommen. Nämlich das hier. Und wenn man mit diesem Hammer im Besitz diese Platte betritt, dann fährt sich diese Brücke aus. Fand ich sehr genial. Damals, beim ersten Mal durchspielen, ich habe gesehen, dass es tatsächlich möglich ist, hier rüber zu springen. Aber das ist von den Machern der Spiele wahrscheinlich auch nicht unbedingt so gewollt. Ich habe das übrigens auch bei Gorgas gesehen. Er hat das auch geschafft. Ich habe es tatsächlich auch einmal geschafft, hier rüber zu hüpfen. Aber wie gesagt, das ist von den Machern ja so nicht gewollt. Deshalb machen wir das so. Laufen jetzt hier rüber. Betätigen einmal diesen Hebel. Damit machen wir die andere Tür auf. Und wie ihr seht, ist der Talisman aber noch durch einen Zauber geschützt, den wir nur umgehen können, indem wir jetzt einmal ganz kurz dieses... Autsch. Jetzt habe ich mir wehgetan. Das da vorlesen. Es wäre nice, wenn du das anerkennen würdest, lieber Talisman. I'm a wall builder, let my walls endure from season to season, year to year and age to age, let my walls stand while I'm raised. So, würdest du das jetzt bitte... Ist das überhaupt das? Bitte! Komm schon! Was muss ich tun? Muss ich es vor dich hinschmeißen? Hier! Hm. Hm. Warum funktioniert das nicht? Weil es die falsche Scroll ist, wahrscheinlich. Nein. Ah, jetzt habe ich's. Ach, lass mich doch. Ich will den doch nur mitnehmen. Gib mir den. Dankeschön. So, jetzt ist natürlich die Alarmanlage losgegangen, denn der Talisman ist weg. Halleluja. Und das ist natürlich... Oh, die Brücke ist auch weg. Das ist blöd. Ich versuche es jetzt einfach mal mit vorsichtig sein. Oh, es hat funktioniert. Wahnsinn. Okay. Jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein. Jetzt komme ich hier raus. Okay. Das heißt, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg nach oben. Möglichst fix. So. Ich glaube, ich müsste eigentlich alle ausgeschaltet haben, die mir hier in die Quere kommen könnten. Deswegen müsste ich eigentlich... Wobei... Oh, der Ausgang. Moment. Ich weiß nicht, ob ich den Ausgang gesäubert habe. Da waren ja noch ein paar, ne? Oh Gott, geht mir das auf den Sack? Das ist ja mega laut. Kann man das nicht abstellen? Aber ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar muss ich dafür hoch. Oh, oh no. Oh no. Nein, lass mich. Okay, jetzt muss ich schnell sein. Möglichst schneller als der Kerl. Und jump! Oh ja, geschafft. Okay. Haha, du kriegst mich nicht. Da ich jetzt vorne nicht raus konnte, nehme ich jetzt einfach hier den Ausgang. Denn hier... kommt man auch raus. Ich muss hier nur wieder zurück auf die Straße. Und das war's. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Und ich habe leider nicht alles gefunden. Schade. Irgendwas hat noch gefehlt.